So, da wären wir wieder. Aber jetzt wollen wir gleich mal zurücklaufen, denn ich habe beim blauen Kristall was vergessen, nämlich da. Und ich habe noch eine Etage weiter oben was vergessen. So, erstmal hier beim blauen Kristall war irgendwo ein Schalter, den ich übersehen habe. Und eine Fallgrube. Aber wo wir gerade mal hier unten sind. Ne, hier ist nichts. So, war das denn bei... Wo zur Hölle sind wir? Wir sind auf der anderen Seite von dem Ding. Da gucke ich mich hier auch nochmal sicherheitshalber um, aber nee. Hier geht es jetzt rum und da hinten ist er. Ich habe ihn in dem Video... Ah, genau. Auch ganz kurz gesehen. Ach ja, und hier ist dieser Cutter. Oder Faustdolch, wie er hier genannt wird. Für uns zwar ziemlich sinnlos, aber es ist ein Secret mehr. Und davon wollen wir ja alle haben. So, dann wollte ich noch ganz kurz nach oben huschen. Bevor ich das in der nächsten Folge wieder vergesse, denn da haben wir ein paar Bomben liegen lassen. Nee, zum Drachen wollen wir nicht. Hierher wollen wir auch nicht. Dahin wollen wir. Da bin ich nämlich einfach dran vorbeigelaufen. Schande, Schande. Vor allem ist auch eine Frostbombe. Das ist ja quasi ein Instant-Kill. Dann können wir Gegner einfrieren, der kann nichts machen und wir können auf ihn einprügeln, solange wir lustig sind. Das ist extrem praktisch. Und bei der Fighters Challenge können wir es auch benutzen, um uns eine Seite quasi freizuhalten für eine Weile. So, die beiden Sachen haben wir bei eingesackt, da stand nämlich in den Kommentaren drin. Und jetzt können wir da unten weiter gucken. Diesmal springe ich auch nicht runter. Sondern gehe hier lang. Drache nach Westen. Ja, ich würde doch mal ganz kurz ganz gerne wissen, wo der andere Drache war. Blauer Kristall, da ist ein Einsturz. Müsste eigentlich irgendwo hier oben gewesen sein. Aber hier ist keiner. Na gut, den werden wir schon früh genug noch treffen. Zack. Und ja, die Tür müsste es gewesen sein, die aufgeht, wenn man dieses Drachenrätsel löst. Hier brauchen wir einen Schlüssel, den wir nicht haben. Was haben wir hier? Die Kammer der Gruben. Oh ja, da erinnere ich mich auch noch. Und die verlassenen Tunnel, die absolut nicht verlassen sind. Erstmal das Grubenrätsel. Da war hier eine Nische mit einem Gegenstand. Der Knopf löst das aus und der Knopf dreht die Richtung von dem Ganzen. Also, mein Plan ist, wir drücken jetzt den Knopf, folgen dieser Spur und drücken den Schalter, der da irgendwo ist. So richtig sehen tue ich ihn gerade nicht. Oder ist es das da? Auf jeden Fall ist hier eine Wand ein Schalter. Und damit geht dann hier eine Fallgrube auf, dass wir dann das Teil da schnappen können. Auch wenn ich es bestimmt nicht beim ersten Mal schaffe, aber na gut. Und es ist falsch rum. Abbrechen, neu starten. Oh, das sieht jetzt gut aus. Und da hatte ich den Finger zu lange auf der W-Taste. Aber dafür können wir unten schön tanzen. Mit ganz vielen Gegnern. Begrenztem Platz. So wie sie das gehört. Ah, doch. Bisher geht das ganz gut. Zumal uns der Schütze ja immer Platz macht. Also selbst wenn wir in eine Ecke gedrängt werden würden und der Schütze auf einer der Seiten ist, würde der Schütze weglaufen. Und dann könnten wir hinterher. Ja, genau, du. Du bist unser Freund. Ihr nicht so sehr. Wollen braucht ihr auch tierisch lange, bis ihr sterbt. Zack. Vor allem, wenn man keine Energie mehr hat. Aber was soll's. Da werden wir jetzt keinen Mana-Trank verschwenden. Das sah gerade aus, wenn sie stehen geblieben wären und keine Lust mehr hätten. Und tink. Einschlagt und den nächsten muss drum kippen. Ja. Also.
und die geben immer schön 90 Erfahrungspunkte. Das heißt, wir müssen noch bald wieder unser Level up haben, oder? Ja, bald ist relativ, aber wir sind auf einem guten Weg. Zing. So. Dann schauen wir uns doch mal hier unten um. Und gefühlt ist das Licht gerade schwächer geworden. Aussortieren. Wir haben zu viele Fackeln dabei. Und das reicht auch schon erstmal mit aussortieren. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Das können wir ganz kurz essen. Auch wenn wir nicht allzu hungrig sind. Ja, ich hätte vielleicht vorher schlafen sollen. Und dann erst essen. Ah, neuer Traum. Sie haben alle Tore geöffnet und haben alle Fallen gestellt. Es wäre einfach für sie, uns zu stoppen. Warum tun sie es nicht? Gehen wir in eine andere Falle hinein? Sei vorsichtig. Ja, es ist wirklich komisch, dass alle Türen geöffnet wurden und so weiter. Obwohl, nee, ist es nicht. Wir wurden hier reingeschmissen, um unsere Freiheit wieder zu erlangen. Aber das ist nur der Vorwand. Der eigentliche Sinn dahinter ist ja, dass die ganz viele Leute hier reinschmeißen und irgendeiner es dann irgendwann mal schafft, den Würfel umzubringen, oder? Nee, dazu müsste er erst befreit sein. Eigentlich ist der Würfel hier drin ja noch sicher. Also hat der Würfel die ganzen Türen aufgemacht? Das ist schon komisch, das Ganze. Aber na gut. Wir haben den... Oh. Den Weg nach oben gefunden. Ah, super. Aber gut. Jetzt nochmal das Ganze. Und diesmal hoffentlich ohne klemmende W-Taste. Ja. Da kann ich jetzt nicht dem Keyboard die Schuld geben. Da habe ich mich aber verhaspelt. So, nochmal. Da drauf. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Nur habe ich diesmal vergessen, den Knopf zu drücken. Also. Hier auf. Einmal umdrehen. Klick. So. Ich hätte auch einfach runterspringen können. Das wäre wahrscheinlich schneller gegangen. So. Wieder umdrehen. Wieder drücken. Das Ganze nochmal. Diesmal den Knopf drücken. Mit. Das war auch ein Secret, also mussten wir das sogar machen. Sehr schön. Den Bogen brauchen wir nicht. Das Ding hier. Stärke plus 1, Lebenspunktregeneration plus 20% und höhere Essensverbrauchsrate. Also es ist nicht unbedingt viel besser. Weil Lebensregeneration bringt uns eh nichts, weil wir schlafen, ja. Das heißt, wir würden dann weniger Essen verbrauchen. Aber da drauf ja eigentlich schon wieder mehr Essensverbrauch drauf ist, relativiert sich das. Also das Schlafen geht schneller und man hat einen Punkt mehr Stärke. Also, nee, da habe ich lieber meinen Giftschutz. So viele Gegner, wie das gibt. So, also jetzt wieder hoch. Nochmal das Ganze. Und diesmal können wir auf der anderen Seite bleiben. Klick. So. Zack, zack. Jetzt links rum. Habe ich auch langsam das Schema wieder drauf. Die letzten Male war es immer irritierend, weil er macht so einen Schwenker zurück. Aber na gut. So. Hier war irgendwo gleich was Garstiges, nämlich das da. Aber wir haben volle Stamina. Da kriegen wir das auch hin. Zing. Komm, Crown, jetzt ein paar Cheese und Klops und Chops wollte ich sagen, nicht Klops. So, und noch ein, zwei kritische dabei. Sonst dauert der Kampf hier ewig, weil die Dinger halten richtig was aus. Na komm. Chop, chop, klop, klop.
So viel dazu, dass die Dinger richtig was aushalten. Hm? So, dich nehmen wir mal weg. Dich nehmen wir mit. Und irgendwas ist gerade aufgegangen. Und es war definitiv die richtige Entscheidung, das Schlangenarmband anzubehalten. Auch wenn das sind zwei kleine normale Brokkolis waren und ein normaler Pilz. Also von den Pilzen gab es ja eine stärkere Variante und ich habe den Verdacht von diesen kleinen Knubbeldingern auch. So. Das heißt, ich nehme jetzt doch mit. Oh, und wir müssen irgendwas anderes reinlegen, damit die Tür wieder aufgeht. So. Oh, ein Heilkraut. Dich brauchen wir nicht, sonst ist hier nichts. Und ja, ich weiß, das ist eine riesige Krabbe, die uns umbringen möchte, aber ich gucke währenddessen schon mal, was hier noch so rumliegt. In der Hoffnung, dass ich in der Zeit, während ich mich hier umschaue, ein bisschen Stamina regeneriere. Und es hat auch geklappt. Für zwei Schläge habe ich jetzt Stamina. Yay! So, schon wieder alle. Ja, ich freue mich schon aufs nächste Level ab. Nochmal 4 Punkte in Äxte. Dann dürften wir nicht ganz so häufig verfehlen. Wow, 67 auf einmal. Weil sobald die Energie aus ist, treffen wir doch schon arg wenig. So, also kaputt. Die Karte sagt, hier ist sonst nichts mehr. Und wir hatten eigentlich alle Wände schon einmal kurz gecheckt. Checke ich jetzt nochmal. Aber. Nö, schau gut aus. Schlafen wir mal kurz und dann müssen wir mit dem Schlüssel wohin? Wir können jetzt noch in die nicht verlassenen Gänge. Aber da braucht man, glaube ich, keinen Schlüssel für. Aber in derselben Ecke, wo man sich entscheiden konnte, ob man hierher gehen will oder dahin. Also hier bei den ganzen Türen. Hier war irgendwo ein Schloss. Ich glaube, für die Tür da. Gucken wir mal hin. Also hier rum, darum. Ja, spring einfach runter. Geht schneller. Okay, nicht unbedingt viel schneller, aber ich muss wenigstens das ganze Gewusel nicht mitmachen. Also ja, in die nicht verlassenen Gänge könnten wir reingehen. Hier könnten wir einen Schlüssel gebrauchen, aber wir brauchen noch einen zweiten. Das können wir uns aufsparen. Und die Tür kriegen wir nur auf, wenn wir den zweiten Drachen gefunden haben. Der Drache wird denn hier irgendwo in den nicht verlassenen Gängen sein. Was auch der einzige Weg ist, den wir noch gehen können. Was ärgerlich ist, denn das war schon recht garstig, wenn ich mich richtig erinnere. Aber na gut, speichern einfach mal kurz vorher ab. Und ja, ich habe wieder vergessen. Okay, komm, das mache ich jetzt kurz on camera. Wir löschen jetzt dich. Und dich. Und dich. Und dich auch. Und dich auch. Und jetzt habe ich 5 Folgen Zeit. Was habe ich jetzt überspielt? Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich 5 Folgen Zeit, bis ich es dann wieder vergessen habe. So. Du bist jetzt LP016A. Oh, ein neuer Stein. Und eine Tür, die man nicht öffnen kann. Die wahrscheinlich aufgeht, wenn wir den Schalter da drücken. Okay. Yay, Zeiträtsel. Also, dich drücken. Bin verwirrt. Dafür ist der Stein wahrscheinlich da. Also nicht, um mich zu verwirren, sondern drücken jetzt den, schmeißen das da hin, gehen da durch und tada, gelöst. Und wir sind in einer Sackgasse. Ich mag keine Sackgassen. Am wenigsten haben wir hier ein schönes 3x2 Feld, um irgendwas umzubringen, was uns im Weg steht. Da ist schon mal nichts.
ist ein Kampfbrokkoli, der ein One-Hit-Wunder war. Geschlossene Türen sind immer gut, Barrikaden sind auch gut. Denn hier können von da keine Gegner kommen. Das ist so ein böserer Pilz. Aber die können uns auch nichts anhaben. Nicht solange wir das Schlangen-Amulett anhaben. Und ich hätte gerade schwören können, ich höre Stein auf Stein. Also irgendwo ist irgendwas mit irgendwas aufgegangen. Das irgendwas ist zum Beispiel hier schon mal eine... Oh oh. Ja, das irgendwas ist ein Oh oh. Aber ja, ich sag ja, das ist eine echt üble Ecke hier. Aber gut, jetzt laden wir kurz neu. Zack. Machen einen Cut und in der nächsten Folge nehmen wir uns denn die Deserted Tunnels vor. Also bis gleich.